Hallo, hoffe euch geht es soweit gut und heute geht es mal um die 16. Noten und deren Pausen. Ich zeige euch alle Möglichkeiten und Schreibweisen, die es so gibt und für euch wichtig sind. Also die gängigsten Kombinationen oder Formeln aus Achtel- und 16. Noten, die euch begegnen können. Zudem werden wir auch gleich eine punktierte Note mit einbauen. Und es gibt ein paar hilfreiche Tipps für euch. Die Noten dazu habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Hi, ich bin der Andi und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Schlagzeugspielen. Ich möchte dir helfen, ein guter und bandtauglicher Schlagzeuger zu werden. Wenn du also neu auf meinem Kanal bist, lass jetzt ein Abo da, like das Video, aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Also nachdem wir uns mal mit den Symbolen für die Noten und Pausen befasst haben und auch die Achtel in Schrift und Ausführung durchgearbeitet haben, geht es von den Werten heute um die 16. Noten. Wer die letzten Videos dazu noch nicht gesehen hat, ich verlinke sie euch unten in der Beschreibung und hier oben. Wäre wichtig, denn von der Ausführung her ändert sich hier nicht mehr viel, nur die Werte werden eben kleiner. Denn die 16. Noten unterteilen die Viertelnote in 4 zeitgleiche Teile und demnach sind 2 16. Noten genauso lange wie eine Achtel. Okay, bei den 16. Noten wird immer 1i und die 2i und die 3i und die 4i und die gezählt. Und spielen auch wieder Hand to Hand, also abwechselnd, die rechte oder linke Hand. Sprich die Zahlen und die Uns sind hier immer mit rechts zu spielen und die E und die D immer mit links. Und auch hier, wie bei den Achtelnoten erklärt, macht euch das klar für die kommenden Handsätze, die wir gleich durcharbeiten. Also sollte mal eine Pause oder ein längerer Wert vorkommen, haben auch die bestimmten Hände Pause. Komme ich aber gleich näher dazu. Und auch hier, wer es etwas intensiver und für seine Technik, Unabhängigkeit sowie für den Spielfluss etwas zu tun möchte, was tun möchte, der sollte sich auch die Bewegung klar machen, wie in dem Video Achtelnoten erklärt. Also die erste, ich nenne diese Gruppen immer 16-Formen, ist, dass wir alle 4 16-Noten haben und somit den Handsatz rechts, links, rechts, links. Also es werden alle 4 Schläge angespielt mit rechts, links, rechts, links. Die nächste Form besteht aus 2 Sechzehnteln, weil wir bei den ersten beiden Noten 2 Balken haben, aber die dritte hat nur einen Balken. Somit ist es eine Achtel und eine Achtel hat einen Wert von 2 Sechzehntelnoten. Das bedeutet, von den 4 Sechzehntelnoten werden nur die ersten 3 angespielt und die vierte hat Pause. Also rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Das Ganze können wir jetzt umdrehen, also wenn die Achtelnote an erster Stelle steht, hat die zweite Sechzehntelnote Pause, weil diese Achtel eben 2 Sechzehntelnoten vom Wert her hat. Und die letzten beiden haben wieder 2 Balken, also Sechzehntelnoten. Ergibt rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Bei der nächsten Form haben die meisten ihre Probleme, aber mein Tipp, schaut nur auf die Balken. Denn die erste hat wieder 2 Balken, die zweite nur einen und die dritte Note wieder 2. Und auch einer Achtelnote müssen wir immer eine Sechzehntel freilassen. Somit ergibt sich, dass wir die dritte Sechzehntel als Pause spielen müssen. Und der Handsatz ist dann rechts, links, links, rechts, links, links. Und hier unbedingt mitzählen, denn die meisten machen die Pause falsch und spielen es irgendwie. Aber es sollte klar definiert klingen. Und zuletzt können wir noch eine 16. Pause am Anfang setzen und es wird zu links, rechts, links. Links, rechts, links. Setzt ja auch wieder den Timekeeper mit der Bassdrum immer auf den Zahlen, also auf die Viertelnoten. Und jetzt eine wichtige Hilfestellung, was meinen Schülern oft weiterhilft. Speichert diese, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, 16-Formen oder Kombinationen so ab, als würdet ihr Wörter wie der, die, das, ist, hallo und so weiter einfach lesen. Denn diese lest ihr eigentlich nicht mehr. Also als mein Kleiner das Lesen lernte, war es genauso wie jetzt bei denjenigen, die jetzt mit der Notenlehre anfangen. Also das Wort hallo hat er so gelesen. Ha, hall, hallo. Nach einer Zeit sah er das Wort aber. Und so sollte es auch bei euch sein. Also diese Notengruppen immer als Ganzes abspeichern. Und bis hierhin sind es einfach Dreiergruppen.
Und damit wir aber jetzt Zweiergruppen draus machen können, brauchen wir mehr Symbole. Und wer allgemein noch Probleme hat mit den Symbolen, der sollte sich das Video nochmals ansehen und sich das alles aneignen. Und sollte es bis jetzt für dich hilfreich gewesen sein, lass doch ein Abo da, like mein Video und unterstütze mich mit einem kleinen Kommentar, um öfter vorgeschlagen zu werden. Ich danke dir dafür. Also kommen wir zur punktierten Note, die so aussieht. Sie sagt uns, dass der Wert der Note um die Hälfte verlängert wird. Das bedeutet, eine Achtel hat einen Wert von 2 Sechzehntel. Kommt aber ein Punkt dazu, wird sie um die Hälfte verlängert. Also aus den 2 Sechzehntel werden dann 3 vom Wert. Und somit spielt ihr nur die erste und die vierte Sechzehntel an. Dazu vielleicht noch ein kleines Beispiel. Nehmen wir eine Viertelnote, in die 4 Sechzehntel Noten gehen. Setze ich einen Punkt an die Viertel, verlängert sich der Wert um die Hälfte. Also kommt die Hälfte von den 4 Sechzehntel dazu und somit ergibt sich ein Wert von 6 Sechzehntel. Und wie schon erwähnt, speichert das Bild so ab, denn das ist eine gängige Schreibweise, die oft vorkommt, wie eben Artikel, der, die, das, die wir nicht mehr wirklich lesen. In Kombination mit Achtel- oder Sechzehntelpausen begegnen uns häufig folgende Kombinationen. Haben wir jetzt 2 Sechzehntel am Anfang und danach eine Achtelpause, spielen wir nur die ersten beiden Zählzeiten an, also die 1e. Man könnte aber auch auf der zweiten Sechzehntel eine punktierte Achtel setzen, wie hier. Genauso andersherum, haben wir die Achtelpause am Anfang, spielen wir die letzten beiden Zählzeiten, also die und die. Denn eine Achtelpause hat einen Wert von 2 Sechzehntelnoten. Dürfte klar sein, oder? Die nächste Gruppe sieht komplizierter aus, aber auch einfach. Denn eine Sechzehntelpause ist eben die 1. Dann kommt eine Sechzehntelnote, ist die E, dann eine Achtel, ist die und weil die Achtel eben 2 Sechzehntel vom Wert her hat, hat die vierte oder hat der vierte Schlag auch Pause. Beziehungsweise die. Es gibt da natürlich immer mehrere Schreibweisen, also das wäre auch eine Möglichkeit, nur man versucht das Ganze eben so einfach wie möglich zu halten, damit es auch schnell leserlich wird. In diesem Fall würde ich viel mehr Probleme haben, das schnell zu erkennen, wenn das ganze Blatt so vorgeschrieben wäre. Und hier ist wieder der Punkt wichtig, speichert euch das immer als Gruppen oder Formen ab. Nächste ist dann diese hier und da haben wir am Anfang eine Sechzehntelpause und dann eine Achtel und wieder eine Sechzehntel. Keine Angst, kurz durchrechnen. Die Sechzehntelpause ist die 1, dann eine Achtel auf der zweiten Sechzehntel, also auf der E. Diese hat aber 2 Sechzehntel vom Wert, somit gehört die und noch dazu. Und zum Schluss steht noch eine Sechzehntelnote, also auf der vierten Position und somit auf der die. Also wird die E und die die angespielt. Aber wie vorher gesagt, es gäbe auch noch diese andere Schreibweise, aber schaut euch mal im Vergleich das hier an und das hier. Diese Variante würde viel verwirrender sein als diese. Also gewöhnt euch lieber diese einfache Schreibweise an, wenn ihr selber Notentexte schreibt. Noch ein kleiner Tipp für die Kandidaten unter euch, die vielleicht mal doch in die Situation kommen und was vom Blatt spielen müssen, beziehungsweise auch meine Prüflinge. Es wird manchmal schon bewusst auch etwas komplexer geschrieben, um zu sehen, ob ihr das Ganze auch schnell ausrechnen könnt und macht euch da vorher einfach immer solche Hilfebalken rein. Dann wird es gleich übersichtlicher zu lesen. Und das sollte für heute mal reichen, ist ja schon auch für jemanden, der es noch nie gesehen hat, sehr umfangreich. Ladet euch die Blätter herunter, übt zuerst die Gruppen ein wenig, dann könnt ihr die Beispiele auf dem zweiten Blatt mal durcharbeiten und auch hier einzeln durcharbeiten. Und wenn ihr sie spielen könnt, macht euch klar, welche Bewegungen ihr da spielt und den Timekeeper nicht vergessen. Natürlich kann man diese dann auch wieder auf dem Set aufteilen, wie in diesem Video hier erklärt. Und probiert da auch ruhig eure eigenen Ideen aus. In diesem Sinne, im nächsten Video geht es dann um Triolen. Und wer es noch nicht getan hat und dieses Video hilfreich fand, lasst ein Abo da, liked das Video, schreibt mir einen Kommentar und bis zum nächsten Video.